Alles klar, dann willkommen zurück. Machen wir weiter mit Quantenfeldtheorie, und zwar relativistischer Quantenfeldtheorie. Ich will noch mal kurz wiederholen, was wir in der letzten Stunde gemacht haben. Und zwar hatten wir uns überlegt, was es eigentlich bedeutet, wenn wir Quantenmechanik und Relativitätstheorie kombinieren wollen. Und dabei entsteht etwas Neues, nämlich die relativistische Quantenfeldtheorie. Und hier habe ich noch mal die drei Grundüberlegungen aufgeführt, die wir uns gemacht haben. Zunächst hatten wir die Unschärferelation betrachtet und überlegt, was passiert, wenn wir ein Teilchen weiter und weiter lokalisieren, so lange, bis die Lokalisation besser ist als die Compton-Wellenlänge im Ruhesystem des Teilchens. Und dann stellt sich raus, dass die Impulsunschärfe so groß ist, dass die mittlere Energie des Teilchens ausreicht, um neue Teilchen zu produzieren. Das heißt, dass wir suggeriert, dass eine relativistische Quantentheorie nicht unbedingt eine Einteilchentheorie sein kann. Dann haben wir genauer überlegt, was nun passiert, wenn wir irgendwelche Streuprozesse betrachten oder Teilchenprozesse, wo ein Teilchen eben an einem Ort X zunächst mal präpariert wird und man dann Experimente macht und das Teilchen irgendwo anders beobachten will. Und dann stellt sich raus, dass es eine nicht verschwindende Wahrscheinlichkeit dafür gibt, dass das Teilchen mit Überlichtgeschwindigkeit von einem zum anderen Punkt propagiert. Und damit man dort diese Situation dann in zwei verschiedenen Bezugssystemen konsistent formulieren kann, folgen einige sehr nicht triviale Dinge. Nämlich erstens mal folgt, dass die Teilchenzahl vom Bezugssystem abhängig ist. Das suggeriert wieder, dass wir eine Mehrteilchentheorie brauchen. Zweitens wird auch suggeriert, dass die Physik so beschaffen sein muss, dass jede Amplitude für irgendeine Teilchenabsorption immer begleitet sein muss für eine entsprechende Amplitude für Teilchenemission. Und diese Amplituden müssen eben gleich sein, sodass die verschiedenen Bezugssysteme äquivalente Physik beschreiben können. Und daraus folgt natürlich unweigerlich, dass teilchenzahländernde Prozesse möglich sind. Und dann hatten wir überlegt, was eigentlich eine Ortsmessung bedeutet. Und dadurch wurden wir auf das entscheidende Konzept geführt, nämlich das Konzept von lokalen Observablen. Ortsmessungen sind keine lokalen Observablen, sondern was eine lokale Observable ist, wäre eben eine Messung der Energiedichte oder Ladungsdichte, abhängig von Raum und Zeit. Und solche Observablen verhalten sich dann kausal, wenn Sie eben zwei solche Observablen an raumartig getrennten Raumzeitgebieten messen, kommutieren die Messungen und es kann keine kausale Informationsausbreitung mit Überlichtgeschwindigkeit stattfinden. Das war also die Grundlage und die Motivation dafür, dass wir jetzt Quantenfeldtheorie ernst nehmen und eben solche Quantenfeldoperatoren, die dann diese physikalischen Eigenschaften implementieren, in den Vordergrund stellen. Aber jetzt bauen wir die ganze Quantenfeldtheorie systematisch auf, und was wir als Grundlage dann angefangen haben zu studieren, war zunächst mal der Impuls. Der Impuls ist definiert als die physikalische Größe, die erhalten ist aufgrund der Translationsinvarianz. Und der Impulsoperator ist dann in einer Quantentheorie definiert als der Operator, der auftaucht in dem Translationsoperator, wenn man den in dieser Exponentialschreibweise schreibt. Und dann haben wir angefangen, Einteilchenzustände zu besprechen. Damit machen wir jetzt weiter. Das sind einige technische Überlegungen, die wir hier zurechtlegen wollen. Und dann in der zweiten Hälfte der Stunde kommen wir nochmal zu dem konzeptionell ganz wichtigen Punkt, der das hier von der letzten Stunde nochmal aufgreift, aber auf einer technischen Ebene dann studiert. Okay, das heißt, im Folgenden, betrachten wir mal Einteilchenzustände, allerdings nur mit Spin 0, Spin 1,5, Spin 1 wird dann gegen Ende des Semesters aufgegriffen. Also nur Teilchen mit Spin 0. Und daraus folgt der Zustand eines solchen Einteilchensystems, ist einzig und allein charakterisiert durch die Angabe des Impulses oder Äquivalentortes des Teilchens. Schreibt mal hier Groß A. Groß A steht für den Teilchentyp, den wir betrachten. Und P charakterisiert dann den Impuls, genauer gesagt den Viererimpuls
dieses Teilchens. So, und diese Einteilchenzustände erfüllen jetzt folgende Eigenschaften, nämlich zunächst einmal können wir den Impulsoperator der vollen Theorie auf diesen Einteilchenzustand anwenden, P mu a, p, dann ist das eben ein Impulseigenzustand für diesen Vierer-Impulsoperator und wir bekommen hier eine Eigenwertgleichung. Der Eigenwert ist dann dieses kleine p mu hier, das den Zustand charakterisiert. Wenn wir diese einfache Impulseigenwertgleichung nutzen, dann wissen wir auch was Neues, nämlich wie verhält sich dieser Zustand unter Translation. Denn Impuls und Translation hängen ja miteinander zusammen. So ein Translationsoperator U von 1, a angewendet auf diesen einteiligen Zustand. Ja, das ist jetzt die Exponentialfunktion des Impulsoperators. Das ist ein Impulseigenzustand. Das heißt, was wir erhalten, ist dann die Exponentialfunktion vom Eigenwert e hoch i a mal p. Und hier steht klein p, der Impulseigenwert dieses Zustands. Das heißt, unter Translation verhält sich so ein Impulseigenzustand so, dass er einfach mit einer Exponentialfunktion multipliziert wird. Die dritte wichtige Eigenschaft ist, dass der Zustand natürlich auch ein Eigenzustand ist bezüglich dieses P-Quadrat-Operators. Das war, wie wir erwähnt hatten, ein Casimir-Operator der Poincaré-Gruppe, also der voll invariant ist unter allen Translationen und Lorentz-Transformationen. Und der Eigenwert hier ist jetzt natürlich p klein p Quadrat. Und dieses klein p Quadrat ist in jedem Bezugssystem des Teilchens gleich. Aber alle Zustände dieses Teilchentyps gehen ja auseinander hervor durch Lorentz-Transformation. Das heißt, dieser Eigenwert ist für alle Zustände des Teilchentyps der gleiche. Und damit ist dieser Eigenwert eine charakteristische Größe des Teilchentyps, und zwar eben die Ruhemasse zum Quadrat. Das heißt, das hier ist gleich die Ruhemasse ma Quadrat, also eine charakteristische Größe des Teilchens. Des Teilchentyps. Das war eine sehr wichtige Bemerkung, dass eben diese Ruhemasse also eine zentrale Größe ist und die ist definiert als der Eigenwert des P-Quadrat-Operators und der wiederum ist definiert über die Translationen. Gut, dann schauen wir uns weitere Eigenschaften von diesen einteiligen Zuständen an. Das sind jetzt hauptsächlich technische Eigenschaften, die ich hier auflisten möchte, damit wir später darauf zurückgreifen können. Aus dieser Ruhemassebeziehung folgt eben, dass die Energie des Teilchens nicht unabhängig ist vom räumlichen Impuls. Denn das P0, die Nullkomponente, kann ich jetzt immer bestimmen, dadurch, dass ich ja weiß, grundsätzlich gilt P Quadrat gleich dieser Konstante M Quadrat, die eine charakteristische Größe des Teilchens ist. Also P0 ist immer bestimmt durch P0 ist gleich Wurzel aus P Vektor Quadrat plus MA Quadrat. Denn das muss gelten, damit dann das Vierer Impuls zum Quadrat gleich MA Quadrat liefert. Daraus folgt, dass der Impuls des Teilchens eigentlich bereits charakterisiert ist, wenn ich den Dreierimpuls angebe, wenn ich den räumlichen Impuls angebe. Denn die Energie liegt dann automatisch fest. Das heißt, man kann oft auch schreiben den Zustand so A, P Vektor, denn das P Vektor reicht aus, um den ganzen Viererimpuls auch anzugeben. Dann eine technische Bemerkung. Wir haben häufig Integrale zu berechnen, die mit Einteilchenzuständen zu tun haben und dann braucht man Integrationsmaße und es gibt ein Lorentz-invariantes Integrationsmaß.
was wir folgendermaßen erhalten. Nehmen wir zunächst mal ein vierdimensionales Integralmaß, D4P, und konventionsgemäß normiere ich alle Impulsintegrale mit 1 durch 2Pi. Das heißt, D4P wird dann immer mit 1 durch 2Pi hoch 4 normiert. Das ist Lorentz-invariant, weil es ein Vierer-Volumenelement ist. Und jetzt multiplizieren wir mit 2Pi mal einer Lorentz-invarianten Delta-Funktion, nämlich Delta von P² minus ma². Dann ist diese Delta-Funktion natürlich ebenfalls Lorentz-invariant. Das heißt, diese Gesamtkombination aus Lorentz-invarianten Integralmaß und Lorentz-invarianter Delta-Funktion ist jetzt wieder Lorentz-invariant. Und das ist jetzt halt ein dreidimensionales Integralmaß, denn ein Integral kann ich gegen die Delta-Funktion wegkürzen. Und dann verbleibt ein dreidimensionales Integral, was kompliziert aussieht, aber was Lorentz-invariant ist. Wie sieht dieses entstehende dreidimensionale Integralmaß aus? D3P über P0 können wir dann grundsätzlich integrieren und aus dem 2Pi ergibt sich 2Pi hoch 3 im Nenner. Und wenn wir die Delta-Funktion ausführen, dann gibt es eben da eine innere Ableitung nach P0, wenn wir das P0-Integral ausführen, und die innere Ableitung ist dann 2P0. Und P0 ist danach aber ersetzt durch das Ergebnis der Delta-Funktion, nämlich durch das da hier. Also bekommen wir hier 1 durch 2P0, wobei P0 identifiziert werden muss mit P² plus ma². Dieses Integralmaß ist also ein Lorentz-invariantes Integralmaß, was nützlich ist, wenn man über solche einteiligen Zustände mit der Masse ma integrieren will. Und weil das nützlich ist und häufig auftauchen wird, gebe ich dem einen extra Namen, dp-Schlange. Dieses dp-Schlange ist dann genau dieses Maß. Und wie Sie hier sehen, hängt dieses Maß dann in Wahrheit ab von der Masse ma des Teilchens. Das heißt, wenn ich ganz genau bin, schreibe ich es so, dp-Schlange mit dem Index ma. Manchmal werden wir den Index dann weglassen, wenn klar ist, was gemeint ist. Dann folgt daraus auch eine Lorentz-invariante oder kovariante Normierung für Einteilchenzustände. Nämlich wenn wir das Skalarprodukt zwischen zwei Einteilchenzuständen betrachten, dann sollen die eben normiert sein und für unterschiedliche Impulse orthogonal zueinander sein. Und die Normierung machen wir aber analog zu hier, sodass wir hier auch ein Maß bekommen, was quasi diesen Nenner hier wegkürzt. Das heißt, wir definieren die Normierung so, dass wir hier auf der rechten Seite 2Pi hoch 3 wieder mal diesen 2P0 mal einer dreidimensionalen Delta-Funktion zwischen P und P' bekommen. Und dann ist, wenn Sie dieses Integralmaß nutzen, zusammen mit dieser Norm, dann fallen die ganzen Vorfaktoren weg. Okay, so viel möchte ich zu diesen einteiligen Zuständen zusammenstellen.